Guten Abend, mein Name ist Oskar Bronner. Applaus 30 Jahre gealtert. Ich freue mich sehr, Sie als Freundinnen und Freunde des Standard zum 30-jährigen Jubiläum begrüßen zu dürfen. Verstehen Sie das bitte nicht als routinemäßige Begrüßungsfloskel. Dieses Projekt war immer wieder gefährdet, wurde noch öfter totgesagt. Nur wenige Menschen hätten vor 30 Jahren darauf gewettet, dass so ein Jubiläum einmal stattfinden wird. Es war der Wahlkampf um Kurt Waldheim und seine publizistische Begleitung, die mich damals zur Analyse brachte, dass Österreich unter seinem Niveau lebt. Ich beschloss, mein an sich spannendes Leben als Künstler zu unterbrechen und zumindest am publizistischen Sektor zu versuchen, meinen Beitrag zu leisten. Bei der Gründung habe ich als mein Vorbild die New York Times genannt. Manche Experten machen mich seitdem gelegentlich darauf aufmerksam, dass es immer noch gewisse Unterschiede gibt. Dabei war es wohl selbstverständlich, dass wir unser Vorbild in quantitativen Aspekten nie erreichen werden können. Zum Beispiel arbeiten dort rund 1400 Journalisten, bei uns sind etwa 160 leistbar. Schon vor fast 50 Jahren bei der Gründung von Trend und Profil habe ich mir große Vorbilder wie Fortune und Time gewählt, wissend, dass man sie nicht kopieren kann oder soll, sondern mit den vorhandenen Mitteln und im bestehenden Umfeld und für die jeweilige Zeit adaptieren muss. Zeitungsgründen ist die Kunst des Möglichen. Die New York Times hat mir in ihrer Grundeinstellung zum Journalismus als Vorbild gedient. Ich wollte eine intelligente, liberale, mündige, überregionale Zeitung schaffen, die von allen Machtgruppen unabhängig ist. Eine Zeitung, die niemandem anderen als den Lesern der Wahrheit und der höchsten Professionalität verpflichtet ist. Gestatten Sie bitte, dass ich aus meiner Rede zitiere, mit der ich heute vor 30 Jahren die Gäste des Gründungsfests begrüßte. Wir selbst wollen nicht verändern, sondern Veränderungen erkennbar machen. Wir wollen nicht beeinflussen, sondern Beeinflussungen aufzeigen. So wollen wir eine politische Kultur fördern, die in einem republikanischen Geist die Demokratie lebendig hält. Ende des Zitats. Ich hoffe, Sie können mir zustimmen, wenn ich behaupte, dass wir unseren Absichten zumindest ziemlich nahe gekommen sind. Erfolg hat bekanntlich viele Väter und Mütter. Mein Dank gilt allen Mitstreitern, die dieses Abenteuer möglich gemacht haben, vom Anbeginn bis heute. Ich möchte einige nennen, die besonders wichtige Beiträge geleistet haben und aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr bei uns sind. Joey Badian, Tibor Bazzi, Wolfgang Bergmann, Alexandra Vödel-Schmidt, Michael Hahn, Fritz Molden, Otto Ranftl, Margit Rausch, Michael Sedivi, Gerfried Sperl, Erhard Stackel, Günter Wanitschek, Viktor Wagner und Helmut Zambo. Und gleichzeitig entschuldige ich mich bei all jenen, die ich noch hätte nennen sollen. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass unter dem Zeitungskopf mein Name steht. Gelegentlich wird mir vorgeworfen, dass ich das aus Eitelkeit gemacht hätte. Das kann ich nicht ganz ausschließen. Aber der Anlass war ein anderer. Mein Partner in der Anfangszeit war der Axel Springer Verlag.
Ich war und bin ihm zwar sehr dankbar dafür, dass er mir bei der Gründung geholfen hat. Andererseits hatte der Springer Verlag einen gewissen Ruf. Und ich wollte signalisieren, dass der Standard kein typisches Springerblatt ist, sondern die Zeitung des Profilgründers. Seit Springer nicht mehr dabei ist, habe ich intern gelegentlich vorgeschlagen, meinen Namen von der Seite 1 zu entfernen und bekam dann zu hören, dass das möglicherweise zu überflüssigen Spekulationen führen könnte. Aber ich werde es weiter versuchen. Heute, vor 30 Jahren, sagte ich auch, wir sind nicht angetreten, um irgendjemandem vom Markt zu verdrängen, sondern um die Zeitungsvielfalt in Österreich zu vergrößern und auch, um durch unsere Tätigkeit die Qualität der vorhandenen Zeitungen zu erhöhen. Seit Jahrzehnten findet der Wettbewerb am Wiener Zeitungsmarkt nur in Richtung Quantität statt. Endlich geht es auch einmal um Qualität. Vielleicht erreichen wir auf diese Art jene publizistische Europareife, die diese Republik so dringend braucht. Ende des Zitats. Erfreulicherweise haben einige Mitbewerber die Herausforderung angenommen. Ich denke, dass das Qualitätssegment der österreichischen Medien in den letzten 30 Jahren tatsächlich besser geworden ist. Aber was die Gesamtsituation betrifft, habe ich die Rechnung ohne die Politik gemacht. Die hat mit gewaltigen Mitteln an Steuergeldern freihändig die Gründung und die Förderung von Boulevardmedien finanziert. Gelder, die ein Mehrfaches der gesetzlichen Presseförderung ausmachen. So hat die Politik dafür gesorgt, dass das Gesamtniveau der Medienlandschaft noch weiter gesunken ist. In der Wechselwirkung zwischen Medien und Politik hat eine weitere Boulevardisierung des Landes stattgefunden. Populistische Zeitungen fördern logischerweise populistische Politik. Wohin die systematische Verblödung durch Boulevardmedien führen kann, wurde mit dem Ergebnis der Volksabstimmung für den Brexit eindrucksvoll dokumentiert. Wer hätte es bei uns vor 30 Jahren für möglich gehalten, dass einmal eine Partei, die einen Kooperationsvertrag mit der russischen Regierungspartei abgeschlossen hat, alle österreichischen Geheimdienste kontrollieren würde? Dass in kürzester Zeit zumindest bei einem davon das Vertrauensverhältnis zu den westlichen Partnerdiensten beschädigt oder vielleicht auch zerstört wurde, ist nur konsequent. Ebenso, dass immer mehr Menschen vom EU-Kommissionspräsidenten und dem Bundespräsidenten abwärts vor einer Bedrohung der Pressefreiheit in Österreich warnen. Immerhin drückt die bereits erwähnte Partei immer wieder ihre Bewunderung und Unterstützung für Regimes aus, die die Pressefreiheit eingeengt oder ganz abgeschafft haben. Da ist es natürlich nur konsequent, dass die von dieser Partei geführten Ministerien mit Amtsantritt die Inserate im Standard gestrichen haben. Wir haben im Laufe der 30 Jahre mehrere Anzeigenboykotte überlebt. Auch dieser wird an der Haltung des Standard nichts ändern. Mehr Sorge bereitet mir hingegen die anhaltende weltweite Krise der Zeitungen, von der wir genauso betroffen sind wie alle anderen. Aber ich bin zuversichtlich, dass zumindest die Qualitätsmedien auch diese schwierige Situation bewältigen werden. Im Zeitalter von Fake News, alternativen Fakten und der damit einhergehenden Gefährdung der Demokratie wird unsere Funktion als Gatekeeper immer wichtiger. Und ich freue mich, melden zu können, dass die Reichweiten steigen. Sowohl bei der New York Times als auch beim Standard.
Meine Damen und Herren, ich habe am Anfang darüber gesprochen, was mich zur Gründung des Standard bewogen hat. Ich habe seinerzeit in Interviews gelegentlich auch ein weiteres Motiv erwähnt. Ich wollte, dass mein damals 15-jähriger Bub mit einer ordentlichen Zeitung aufwachsen kann. Seitdem hat dieser Kerl den Standard.at zum führenden Diskursmedium des deutschsprachigen Raums entwickelt. Obwohl ich es ihm dabei nicht immer leicht gemacht habe. Und mittlerweile leitet er das ganze Unternehmen. Ich selbst habe mich schon vor mehreren Jahren aus der operativen Führung zurückgezogen und kann meine Zeit wieder im Atelier verbringen. Ich habe den Standard nicht gegründet, um ihn zu leiten, sondern um ihn lesen zu können. Und das mache ich auch, mit großem Genuss, meistens. Meine Damen und Herren, ich übergebe an den Vorstand der Standard Medien AG, Alexander Mitterecker. Toll, toll, toll. Danke. Wenn Sie sich nun fragen, ob der damals 15-Jährige daran gedacht hat, heute in dieser Funktion vor Ihnen zu stehen, das kann ich klar mit Nein beantworten. Doch es gab einiges, was der damals 15-Jährige nicht absehen konnte. Das Internet, soziale Medien und dass diese 30 Jahre später Hand in Hand mit dem Boulevard den Menschen auf zunehmend komplexere Fragen einfache Antworten liefern würden. Dass mit solchen Antworten Populisten immer mehr Zuspruch gewinnen würden, wie wir es gegenwärtig weltweit beobachten. Dem entgegenzuwirken ist es letztlich, was mich motiviert, das Projekt meines Vaters weiterzutragen. Wir leben in einer Zeit, wo durch disruptive Innovation und oft damit verbundene politische Entwicklungen Qualitätsjournalismus laufend bedroht wird. Gleichzeitig wird dieser weltweit dringender denn je benötigt und gefordert. Ich empfinde es als unglaublich spannend und herausfordernd, hier Wege in die Zukunft zu entwickeln. Was der damals 15-Jährige mit Sicherheit auch nicht erwartet hat, ist die Bedeutung, die der Standard heute einnimmt. Dass die ursprüngliche Zeitung für Wirtschaft, Politik und Kultur zu einem der reichweitenstärksten Medientitel des Landes werden sollte, war wirklich nicht abzusehen. Zum Selbstbild des Standard gehört es mitunter, sich als gallisches Dorf wahrzunehmen. Im Archiv stieß ich auf folgende Illustration unseres Karikaturisten Oliver Schopf aus dem Jahr 2011. Sie ist in einem Punkt sehr treffend. Tatsächlich ist das größte Bestreben des Standards, seine Unabhängigkeit aufrechtzuerhalten. Die Analogie zu Asterix ist noch in einem anderen Punkt berechtigt. Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ich hiermit begrüßen möchte, dieses Feld gilt in einem hohen Maß euch, scheinen tatsächlich gelegentlich durch Zaubertrank gestärkt. Manche dürften auch in jungen Jahren in den Zaubertrank gefallen sein. Ein Punkt irritiert allerdings bei dem visuellen Zitat aus Asterix. Es ist die Tatsache, dass Sie definitiv keine Lupe brauchen, um uns wahrzunehmen. Der Standard ist alles andere als ein Dorf. Im Gegenteil, unser Printprodukt hat in der aktuellen Medienanalyse mit einer Reichweite von 7% aktuell eine Gratiszeitung überholt, die stets suggeriert, von allen Österreichern gelesen zu werden. Als Zeichen der Wertschätzung unserer Leser haben wir heute jene Abonnenten eingeladen, die seit der ersten Ausgabe dabei sind. Herzlich willkommen. Dank Ihnen konnte alles seinen Lauf nehmen. Online wiederum ist der Standard mit 39% Internetreichweite das österreichische Medium verlegerischer Herkunft.
Doch ich möchte Ihnen vor allem abseits der klassischen Betrachtung zeigen, was das dann dazu bewegen vermag. Nehmen Sie unser aktuelles Projekt Österreich spricht. Der Standard brachte hier für Menschen unterschiedlicher politischer Meinungen zusammen, die möglichst nahe beieinander wohnen. Ziel war es, über jene Themen auf Augenhöhe zu diskutieren, die das Land bewegen. Ne? So. Der Standard mobilisierte mit diesem Projekt 10.000 Teilnehmer und damit fast genauso viel wie das Vergleichsprojekt und im ungleich größeren deutschen Markt. Der Standard ist mit seinen Publikationen mittlerweile zu einem bundesweit reichweitenstarken Medientitel geworden. Wenn man nun in die digitale Welt eintaucht, dann ist es international für die Bewertung des Erfolgs eines Mediums eine Betrachtung relevant, für die es eigentlich keinen geeigneten deutschen Begriff gibt. User Engagement. Und hinter diesem Begriff gibt es eine Kennzahl, die alles ausdrückt. Zeit. Wie viel Zeit widmen die User einem Angebot? Zeit ist ein nicht duplizierbares Gut. Jeder Mensch hat nur ein beschränktes Zeitbudget und die Summe aller individuellen Zeitbudgets, die einem Medium gewidmet werden, entwickelt sich zur maßgeblichen Kennzahl. Lassen Sie mich diese Zahl nennen. 3,5 Millionen Stunden im Monat werden von unseren Usern auf der Standard.at verbracht und damit mehr als je auf jedem anderen Medium verlegerischer Herkunft in Österreich. Und um das in Relation zu bringen, das nächste Medium liegt knapp 1 Million Stunden hinter uns. Dieses User Engagement kommt nicht von irgendwoher. Der Standard lebt nicht nur voller Stolz, wie gefragt seine redaktionelle Leistung ist, sondern auch, wie diese durch seine Community ergänzt wird, von der im Übrigen aktivsten Community im deutschsprachigen Raum, mit bis zu 40.000 User-Kommentaren, sogenannten Postings, am Tag. Und wir freuen uns, weltweit einer der Vorreiter zu sein, der die publizistischen Möglichkeiten dieser Mediengattung nutzt und den Diskurs mit und zwischen den Usern permanent weiterentwickelt, abseits von Filterbubbles und Echokammern. Unter den heutigen Gästen befinden sich auch unsere aktivsten Community-Mitglieder. Auch sie möchte ich herzlich willkommen heißen. Es gilt Ihnen heute aber noch von einer aktuellen Entwicklung zu berichten, für die ich ein wenig ausholen muss. Das Logo des Standard wurde von Joey Badian entworfen und blieb 30 Jahre lang für die Printausgabe nahezu unverändert. 1995 hat der Standard dann als erste deutschsprachige Tageszeitung sein Online-Angebot gestartet. Im Jahr 99 entschied man sich, dieses geschaffene Produkt unter einer neuen Marke zu führen. Die Domain der Standard.at sollte die Marke werden, da es immer darum ging, den Leuten zu vergegenwärtigen, wie dieses Online-Produkt zu erreichen war. Google war ja noch nicht bekannt. Das Logo hierfür, optimiert für das damals niedrige Bildschirmauflösungen, wurde von Bazzi und Partner entwickelt. Damals prophezeite mir Tibor Bazzi, dass eines Tages der Moment kommen würde, diese zwei Marken wieder zusammenzuführen. Bis heute sind beide Produkte mit ihren jeweiligen Logos getrennt aufgetreten. Allerdings haben wir erkannt, dass die Produkte sehr wohl unterschieden werden, die Marke allerdings nicht. Und so beschlossen wir, die Marke der Standard mit einem Logo in allen Kanälen in Zukunft einheitlich auftreten zu lassen. Schnell war klar, dass man die Domainendung AT heutzutage nicht mehr kommunizieren muss. Genauso schien es uns nicht mehr zeitgemäß, sich mit einer Rolle aus Papier zu präsentieren. So begannen wir, die Markenidentität beider Produkte zu einem gemeinsamen Logo zu vereinen. Und als wir mit bestehenden Schriften nicht das Auslangen fanden, begannen wir eine neue Schrift, Buchstabe für Buchstabe, zu entwickeln. Dieses Vorhaben ist mit heute abgeschlossen. Die morgige Zeitung mit 216 Seiten, die umfangreichste aller Zeiten, diese morgige Zeitung erscheint in Kürze mit neuem Logo und alle digitalen Angebote sind soeben auf das neue Logo umgestellt worden.
Unser neuer Claim, der Haltung gewidmet, ist die Ausformulierung unseres zentralen Versprechens. Es prägt uns seit 30 Jahren und darauf sind wir stolz. Wir wollen mit unserem unabhängigen Journalismus die Verantwortung der vierten Macht im Staat ausfüllen. Wir wollen als Diskursmedium die Meinungsvielfalt fördern und unserer Gesellschaft zu besseren Lösungen und Ideen verhelfen. Und wir definieren uns dabei durch unsere Haltung. Und diese Haltung führt auch dazu, dass wir vieles nicht machen. Sie finden bei uns keinen Gefälligkeitsjournalismus. Sie bekommen bei uns keine Berichterstattung mit einem Inseratenvolumen zugesichert. Dieser Haltung schließen sich immer mehr Leute an und nutzen unsere Medienprodukte. Diese Menschen haben Bedürfnisse und Sie, sehr geehrte Werbe- und Inseratenkunden, die ich nun auch sehr herzlich begrüßen möchte, nutzen den Standard, um diese Menschen auf ihre Produkte und Serviceleistungen aufmerksam zu machen. Ich möchte mich hiermit bei Ihnen bedanken. Sie haben uns zu einem wichtigen Werbeträger im Land gemacht, zu einer der relevantesten Job- und Immobilienplattformen. Und was gelegentlich übersehen wird, Sie bestimmen mit der Widmung Ihres Anzeigengeldes in einem hohen Maß über die Richtung, die das mediale Umfeld in unserem Land einschlägt. Sie haben es in der Hand, welche Medien wie viele Ressourcen zur Verfügung stehen. Mögliche Szenarien für unsere Gesellschaft kann sich jeder ausmalen, wenn das mediale Umfeld in die falsche Richtung geht, wenn Boulevard, Nachrichtenaggregatoren und Social-Media-Plattformen die Deutungshoheit übernehmen. Und es passiert teilweise. Daher widmen Sie Ihr Medienbudget weiter und verstärkt der Haltung. Ich möchte mich an dieser Stelle auch noch bei unseren Partnern, Lieferanten, Freunden und allen Wegbegleitern aus Wirtschaft, Politik und Kultur bedanken und sie begrüßen. Es gab viel Unterstützung von Ihnen allen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Standard hat eine Tradition, seine Jubiläumsausgabe durch Künstler gestalten zu lassen. Nach Christian Ludwig Atzersee und Arnulf Reiner wollen wir das diesjährige Jubiläum dazu nutzen, die Brücke zum Thema Digitalisierung zu schlagen. Ich möchte mich hierfür beim Medienkünstler Peter Weibel bedanken, der für die morgige Titelseite ein Kunstwerk geschaffen hat, welches mittels Augmented Reality Buchstaben auf Papier und Text im Netz verbindet. Des Weiteren finden Sie am Fest einige Installationen von Peter Weibel. Einen weiteren Künstler darf ich nun auf die Bühne bitten. Freuen wir uns auf die Laudatio oder Ähnliches von Florian Schäuber.